Das beliebte Ausflugsziel Brombachsee. Damit das auch so bleibt, wird Mäbo Dorothea zukünftig hier das Wasser sauber halten. Eigentlich wollen wir die Wasserpflanzen. Wasserpflanzen sind Zeiger für gute Wasserqualität, für den Fischunterstand, Lebensraum. Aber in den Badebereichen lösen diese Wasserpflanzen doch teils beklemmende Gefühle bei den Badegästen aus. Es gibt pixelige Arten, es gibt Arten, die schlingen sich um die Füße. Und wir beschränken die Entnahme auf die Badezone. Freiwasserzone bleibt verschont. Heute tauft Namensgeberin und gleichzeitige Taufpatin Dorothea Glauber die Neuanschaffung des Wasserwirtschaftsamtes Ansbach. Teil der feierlichen Zeremonie ist auch ihr Sohn Thorsten Glauber, der bayerische Umweltminister. Für die Wasserwirtschaft, für den Zweckverband ein toller Tag. Und wir müssen nicht mehr von unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem WWA Nürnberg herzlichen Dank dafür rauf auf den Laster, die Molly rüberfahren und wieder neu mähen. Nee, wir haben jetzt hier ein eigenes Mähboot und können natürlich damit auch hier den Job wirklich gut, der notwendig ist, für unsere Badenden, für unsere Touristen wirklich gemeinsam umsetzen. Nach der Bootstaufe folgt direkt die erste Fahrt. Wir alle sind natürlich hier im Fränkischen Seenland Erholungssuchende. Wir genießen an Badetagen diese wunderbare Seenlandschaft. Sie ist natürlich für uns Hochwasserschutz, sie ist Niedrigwasseraufführung. Und natürlich mit dem, sag ich mal, Bewirtschaften des Sees können wir die Wasserqualität auch nach oben ziehen und damit natürlich auch für die Artenvielfalt, für den Naturschutz und für den Naturreichtum dazu beitragen. Und wie gesagt, beides miteinander vereint, mehr Badespaß am Brombachsee. Dorothea besteht ihre Jungfernfahrt und alle Ehrengäste bleiben trocken.